das kaputt gemacht. Ein herzliches Willkommen und Hallo hier vom Trainingsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße im Osten Bielefelds. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um gemeinsam mit uns hier die nächsten 90 Minuten plus Halbzeitpause zu bestreiten, um das nächste Testspiel, das erste nach dem Trainingslager, hier zu begleiten. Wir spielen an unserem Trainingsgelände, ihr kennt es schon, hier auf unserem Trainingsplatz gegen den FC Gütersloh, gegen die Mannschaft, die letztes Jahr die Oberliga Westfalen gewonnen hat und dieses Jahr nach langer, langer Abstinenz mal wieder in der viertklassigen Regionalliga unterwegs sein wird. Gegen unsere Nachbarn. Das letzte Pflichtspiel ist schon lange, lange her. Damals noch zu zweit Bundesliga-Zeiten gegen den FC Gütersloh. Jetzt also hier mal wieder ein Testspiel am Trainingsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße. Die Mannschaften betreten schon den Rasen, beziehungsweise unsere Elf steht sogar schon komplett auf dem Platz und lässt hier ein bisschen den Ball laufen, damit der Körper nicht kalt wird. Da können wir schon mal unsere Aufstellung durchgehen. Leo Oppermann, der steht hinten im Kasten. Dann haben wir davor Semih Belkahia und Henry Obermeier. Nazim Bujelab sehen wir noch. So, Luis Oppi steht auf dem Feld. Henry Koch, Vladislav Czerny, Manu Winzheimer, Kaito Mizuta, Christopher Schepp und zu guter Letzt Can Özkan. Diese elf werden es machen in dem bekannten 4-3-3, das wir schon kennen. Von unserer Truppe Semih Belkahia trägt die Kapitänsbinde heute. Das hat aber noch nicht ganz so viel zu sagen. Der Trainer Mitch Kniert hat den Kapitän noch nicht endgültig bestimmt. Vor dem Spiel hat uns Michael Mutzel verraten, dass diese Elf noch kein Leistungsstand ist der bisherigen Vorbereitung. Also es ist jetzt nicht so, dass hier eine erste Elf aufläuft oder morgen dann eine erste Elf, sondern jeder Spieler soll hier nochmal ein bisschen Spielzeit sammeln, um in der Vorbereitung die nötige Wettkampfpraxis zu bekommen, aber eben auch die Belastung von einem Spiel. Die Einsatzzeiten werden dementsprechend heute auch ein ganz bisschen unterschiedlich sein, je nach Fitnesszustand bzw. je nach Spielpraxis, die dann in einem Spiel gesammelt werden soll. Morgen haben wir ja auch noch ein Testspiel, spielen um 18 Uhr in Venlo in den Niederlanden. Da sollen dann die anderen Jungs Spielzeit bekommen. Es wird hier auch nicht nach der Halbzeit durchgewechselt, dass zum Beispiel alle Spieler gleich viel Spielzeit bekommen, sondern es sollen dann schon die Jungs, die jetzt heute auf dem Feld stehen und dann eben dementsprechend auch die Jungs, die morgen auf dem Feld stehen, so viel Spielzeit, wie ihre körperliche Fitness eben in diesem Stadium der Vorbereitung mitbringt, auch auf den Platz bringen, damit die Jungs eben auch mal die Belastung eines kompletten Meisterschaftsspiels schon mal erproben können. So, jetzt ist auch der Schiedsrichter da. Das ist heute Nils Hasse, ein Lipper aus Lüchte, ist frisch in die Regionalliga aufgestiegen, genau wie der FC Gütersloh. Und der FC Gütersloh komplett in Grün ist jetzt auch auf dem Rasen und dann kann es gleich losgehen. Manu Winzheimer, der wird heute wieder in der Sturmspitze stehen. Wird den ersten Ballkontakt des Testspiels hier ausführen. Hier hat er ja auch sein erstes Spiel gemacht für uns. Gleich drei Dinger gegen Rot-Weiß Aalen eingeschenkt, die ja auch in der Regionalliga West am Start sind, genauso wie der FC Gütersloh. Mal sehen, wie es heute um ihn steht. Ja, und wie sollte es anders sein? Pünktlich mit dem Anpfiff kommen auch die ersten Tropfen von oben. Das heißt, wir werden hier, ihr seht es hinten so ein bisschen an den Bäumen, die hier um den Trainingsplatz rumstehen, wir werden ein windiges und wahrscheinlich auch ein nasses Spiel erleben. Semih Belkahia, wie gesagt, mit der Kapitänsbinde heute sehen wir da am Ball in der linken Innenverteidigerposition. Da haben wir Luis Oppi auf der Linksverteidigerposition, der einzige Linksfuß in unserem Kader, nimmt Vladi Czerny in der Mitte mit. Der wieder raus zu Oppi und Kaito Mizuta heute auf der 8. Nassim Bujelab haben wir da gerade am Ball gehabt. Er wird auf der 6 spielen. Ja, ich habe es eben schon mal kurz angekündigt. Wir haben vor dem Spiel mit Michael Mutzel, mit unserem Sportgeschäftsführer, gesprochen. Das Interview, das könnt ihr auf Twitter sehen. Das könnt ihr übrigens auch einsehen, wenn ihr keinen Twitter-Kanal habt. Also schaut da doch mal vorbei. Dann könnt ihr doch mal unseren Sportgeschäftsführer hören, wie der den Gegner einschätzt. Warum wir hier zum Beispiel am Trainingsgelände auch ohne Zuschauer spielen müssen. Das hat er auch nochmal erklärt. Wir haben das Testspiel ja sehr, sehr kurzfristig einberaumt.
erst vor ein paar Tagen hier festgezurrt, dass wir gegen den FC Gütersloh spielen werden. Und dementsprechend war es nicht möglich, noch eine andere Spielstätte zu bekommen für dieses Spiel. Ja, da kamen ja im Netz auch viele Fragen, warum macht man das dann nicht zum Beispiel im Haldewaldstadion oder woanders in der Nähe. Das lässt sich so kurzfristig eben organisatorisch leider nicht umsetzen. Und die Baumaßnahmen hier bei uns am Trainingsgelände lassen eben weiterhin, wie schon in der ganzen bisherigen Vorbereitung, einfach keine Zuschauer zu. Tut uns auch sehr leid, weil wir natürlich auch gemerkt haben, wie groß das Interesse an dieser neuen Mannschaft ist, wie groß die Neugier ist, weil natürlich auch am Ende das Erlebnis am Spielfeldrand eines Fußballspiels das ist, warum wir hier überhaupt diesen Verein haben und warum wir hier Fußball spielen wollen. Also glaubt uns da, wir sind uns dessen bewusst, versuchen natürlich so viel wie möglich zu ermöglichen, aber das ist eben bei diesem kurzfristigen Testspiel nicht möglich gewesen. Dafür haben wir den Livestream hier, wie bei allen anderen Vorbereitungsspielen auch, können euch den anbieten. Und sind dann jetzt hier 90 Minuten live dabei, wenn es gegen den FC Gütersloh geht. Und das ist der erste Abschluss von Wladislav Czerny. Gut gehalten von dem Keeper der Gütersloher, von Tim Matuszewski. Stark rausgespielt, wenn hier meine Technik nochmal eben regensicher gemacht wurde. Das kennen wir ja schon von dem einen oder anderen Vorbereitungsspiel. Sehen wir Wladislav Czerny gut angenommen mit rechts, mit dem schwachen Linken abgeschlossen. Und die Ecke bringt leider noch nichts ein. Ja, also nicht nur Regen, sondern auch noch ordentlich Wind, der hier aufzieht. Wird spannend für die Jungs. Der FC Gütersloh mit dem kurzen Abschlag. Dann kommt aber auch schon der lange Ball. Können sie gut festmachen an der Mittellinie jetzt schon. Gehört ja auch zu den Mannschaften, die es auf jeden Fall spielerisch versuchen wollen in der Regionalliga. Letztes Jahr ja als souveräner Meister der Oberliga Westfalen aufgestiegen. Jetzt dieses Jahr wieder in der Regionalliga, also am Start. Haben unter anderem auch den Westfalen-Pokal gewonnen, sind da also amtierender Titelträger. Das ist natürlich ein Titel, den wir dieser Saison den Gütersloher wegschnappen wollen. Jetzt aber die Gütersloher erstmal über die rechte Seite. 1 gegen 1 gegen Luis Oppi. Macht er gut. Gut gestellt, eng gemacht. Henrik Koch arbeitet mit zurück. Ah, der zweite Ball geht nochmal rein in den Strafraum, aber da passiert nichts. Erste Angriffswelle der Gütersloher gut überstanden. Die Gütersloher in der Vorbereitung schon 3 Spiele gemacht, alle 3 verloren, aber alle 3 auch gegen starke Gegner. Mit Münster und Verl 2 Drittligisten zum Beispiel dabei gehabt. Ach, der Essen war der dritte Gegner, auch ein Drittligist. Also Gütersloh jetzt 3 Testspiele gehabt in der Vorbereitung gegen 3 Drittligisten, alle 3 verloren. Aber alle 3 auch achtsam. 1-3, 1-4, 2-3. Also haben auch immer gut mitgespielt. Und heute gibt es eben mit uns den nächsten Drittligisten. Warum spielen wir gegen Gütersloh? War schon das Ziel vom Trainerteam, dass wir nochmal einen Gegner bekommen, der auch sportlich ordentlich dagegen halten kann. Zweitligisten bekommt man eben kurzfristig nicht mehr. Die starten ja auch nächstes Wochenende schon in die Liga. Da ist es dann schwierig, so kurzfristig ein Testspiel zu vereinbaren. Drittligisten wollen wir natürlich erstmal primär nach Möglichkeit nicht haben, weil das direkte Ligakonkurrenten sind. Da ist es dann doch eher unüblich, gegeneinander zu testen. Und dann ja, ist als nächstes eben die Regionalliga dran. Und da haben wir mit dem FC Gütersloh ja einen Verein, der hier ganz in der Nähe ist, der eine fantastische letzte Saison gespielt hat. Und dementsprechend sind wir da sehr froh, dass wir die hier kurzfristig als Testspielgegner gewinnen konnten. Henry Obermeier haben wir da auf der rechten Innenverteidigerposition. Er ist ja einer der Spieler, die letztes Jahr mit unserer U17 Deutscher Meister geworden sind und jetzt hier die gesamte Vorbereitung mit den Profis mitbestreiten. Genauso wie ja auch Henrik Koch, der im linken Flügel spielt. Erster langer Ball, aber Leo Oppermann, der heute im Tor spielt, hat aufgepasst, schlägt das Ding einmal über das ganze Spielfeld. Ja, jetzt geht der Ball ins Aus, weil da ein Gütersloher auf dem Boden liegt, offensichtlich Schmerzen hat, auch behandelt werden muss. So ist es. Nummer 30, Armin Pietrovic ist das. Ja, während der Regen jetzt hier schon ordentlich aufgezogen hat, kommt schon gut was runter. Also die Jungs dürfen gleich klitschnass sein. Ihr seht es ja an der einen oder anderen Medien von zum Beispiel Christopher Schepp, der da eben links im Bild war. Bisschen ungemütlich gerade. Hinten seht ihr die ganzen Jungs auf der Bank, schön eingemummelt in Decken und Regenjacken. Wie gesagt, wird einige Wechsel geben, aber das Ziel ist schon erstmal, dass die, die jetzt auf dem Feld stehen, viele Minuten machen.
Ist natürlich auch wichtig in der Vorbereitung, dass man immer ein bisschen unterschiedliche Konstellationen auf dem Platz hat, sodass jeder seine wenigstens direkten Nebenmann, ja, also sei es jetzt in der Viererkette mal den Nebenmann oder auch vorne, kennenlernt und eben jeden aus dem Kader, dass nicht immer dieselben Duos spielen. Werden wir jetzt mal aufs Spielfeld gucken, Henrik Koch. Ei, da hätte unser 16-jähriger Nachwuchsstürmer beinahe geknipst. Gute Chance, erste gute Chance dieses Spiels. Kaito Mizuta bedient ihn da. Und dann Henrik Koch, der eigentlich eiskalt ja ist vor dem Tor. Verzieht hier mit seinem linken Fuß ein bisschen. Also das ist wichtig, auch in der Konstellation der Mannschaftsaufstellung, dass eben jeder mit jedem mal so ein bisschen gespielt hat, dass man seine Nebenmänner ein bisschen kennenlernt, dass man auch weiß, wo sind die Stärken und Schwächen des jeweiligen Mitspielers, wo muss ich ihm den Ball anspielen. Dafür ist so eine Vorbereitung ja da. Die Elf hat aber erstmal noch nicht viel über den Leistungsstand der Vorbereitung zu sagen. Da sind die Karten noch komplett offen. Morgen bekommen dann die anderen Spieler ihre Spielzeit. Das wird dann nächste Woche ein bisschen anders sein. Da haben wir ja auch nochmal zwei Testspiele. Nächste Woche Freitag, 11 Uhr gegen Lotte. Ebenfalls recht kurzfristig organisiert von uns. Auch hier am Trainingsgelände. Leider dann dementsprechend auch wieder ohne Zuschauer. Aber eben über die volle Zeit live auf Arminia Club TV. Gegen die Sportfreunde Lotte. Und dann am Samstag, das ist der Termin, den ihr euch vormerken könnt. Das ist der 29. Juli, Samstag, 14 Uhr in der Schüko Arena gegen den TSV Steinbach-Haiger. Also nächste Woche Samstag. Das ist dann unsere Generalprobe da. So viel hat mir das Trainerteam auch schon verraten. Werden wir dann auch sowas wie eine erste Elf sehen? Oder zumindest die, die Stand eine Woche vor Ligastart die Nase vorne haben. Das aber eben heute noch nicht der Fall. Also nächste Woche Steinbach-Haiger in der Schüko Arena, nächste Woche Samstag. Mit Autogrammstunde, mit Saisoneröffnung, mit Spielervorstellung, alles dabei. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder ins Spiel und beinahe das 1:0. Vladislav Czerny war das. Das haben wir mal richtig gut durchgespielt da. Über die rechte Seite. Christopher Schepp hat ein bisschen Platz, bringt den Ball sehr gut rein. Und Vladislav Czerny am Fünfer kann den eigentlich schon nahezu unbedrängt abnehmen. Aber lässt diese Chance liegen. Also Vladislav Czerny zusammen mit Kaito Mizuta heute auf den Achterpositionen. Da hätte der Mann aus unserem eigenen Nachwuchs sein erstes Tor machen können für unsere Profis. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung unseres Gegners. Ich hatte es schon angesprochen, Gütersloh also aufgestiegen aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga. Haben eine sehr stabile Truppe, haben auch eigentlich den Kern der Meistermannschaft beisammengehalten, haben die dann nochmal verstärkt mit zwei, drei erfahrenen Regionalliga-Haudegen, die die Liga kennen. Also da wirklich eine stabile Truppe auf dem Platz, ein eingespielter Kern plus dann eben die Qualität auf den ein, zwei Schlüsselpositionen, die man dann vielleicht braucht für die Regionalliga. Meine Einschätzung von außen, ohne dass ich jetzt der große Regionalliga-Experte bin, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die gut mithalten wird nächste Saison in der Regionalliga und die, vermute ich, mit dem Abstieg nicht allzu viel zu tun haben. Henrik Koch mit der nächsten Chance, aber da stand er leicht im Abseits. Wir haben ja mit Lippstadt und Aalen schon zwei Gegner aus der Regionalliga gehabt. Lippstadt eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft in der Regionalliga, die wirklich seit Jahren da fantastische Arbeit leisten, mit kleinem Budget sich immer wieder in der Liga halten und gut mitkicken. Und Rot-Weiß Aalen, die auch letzte Saison den Klassenerhalt geschafft haben. Die hatten wir ja hier 4:0 geschlagen. Ja, ihr seht es jetzt hier auf dem Bildschirm auch schon auf den Tropfen, die sich so ein bisschen auch auf der Kamera bilden. Ordentlich am Schiffen. Soll auch nicht besser werden. Wenn ich hier in den Himmel gucke, sieht es auch kein bisschen besser aus. Henry Obermeier hat in der U17 ja vor allem auf der 6 gespielt. Bei uns in der Vorbereitung auch, weil wir eben erst drei etatmäßige Innenverteidiger haben. Oft auf der Innenverteidigerposition im Einsatz. Hab da mit unserem NLZ-Leiter, mit Finn Holsing, vorher nochmal drüber gesprochen. Das ist ja auch ein bisschen ungewohnt, ist dann für den Sechser da auf der tiefen Innenverteidigerposition zu spielen, aber das ist gut für die Entwicklung. Dadurch muss er mutige Bälle spielen, muss viel nach vorne spielen, hat nicht die Chance, die man dann vielleicht auf der 6 zum Beispiel immer hat, ein bisschen nach hinten abzukappen und nur die Sicherheitsvarianten zu spielen, sondern er muss mutig sein, muss nach vorne spielen und das ist ja das, was am Ende die Entwicklung unserer Spieler vorantreibt. Jetzt mal ein misslungener Befreiungsschlag da von der Suskipa.
Can Özkan zusammen spielen mit Nasim Gujelab, der den Ball gut festmacht und Mitsuta mitnimmt. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Luis Oppi ist das auf links, nimmt er wieder Mitsuta mit, so ist es. Kaito Mitsuta, wieder zurück ins Zentrum zu Henry Obermeier, gut durchgelassen. Neuer Aufbau über rechts, gut verlagert. Can Özkan, aber kriegt auch nochmal ab. Machen das ruhig, aber viel Spielkontrolle schon hier in der Anfangsphase, also das fällt auf. Haben viel den Ball, der Ball läuft auch schon sehr, sehr gut. Wenig Unstimmigkeiten. In den ersten 10 Minuten. Ja, fast eine Viertelstunde rum. Für mich Zeit, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch heute, ihr kennt es schon von den anderen Testspielen, eine Aktion haben aus unserem Fanladen für euch. Und zwar gilt das, sobald ihr während dieses Spiels einkauft. Heute haben wir unsere Trainings- und Freizeitkollektion im Angebot. Also die Klamotten, die unsere Jungs beim Training tragen. Jetzt gehen wir nochmal schnell ins Spiel rein, sonst verpassen wir ja das. Henry Koch ist das. Manu Winzheimer. Winzheimer mit links abgeblockt. Nächster Versuch. Oppi und Mitsuta. Ohne. Und jetzt kann Gütersloh mal umschalten. Das ist das, was sie stark gemacht hat, auch in der letzten Saison. In der Regel mit einem Mittelfeldpressing, um dann die Bälle zu gewinnen und den Raum der gegnerischen Hälfte zu nutzen und schnell umzuschalten. So, ich komme nochmal zurück auf unsere Aktion aus dem Fanladen. Also, wenn ihr zuschlagt während dieses Testspiels, während der Livestream hier läuft, bei den Trainingstrikots zum Beispiel, Trainingsjacke, Ausgeh-Shirts, findet ihr alles bei uns. shop.arminia.de, arminia.de/live, da seid ihr da. Ihr müsst einfach nur einen Artikel aus dieser Kategorie in euren Warenkorb packen und dann setzen sich die Versandkosten automatisch auf Null. Das heißt, ihr bekommt eure Bestellung versandkostenfrei nach Hause geliefert. Schaut doch mal vorbei, frische neue Trainingsklamotten. Im Trainingslager habe ich die auch den ganzen Tag getragen. Tragen sich super, Stoff auch echt nochmal verbessert zu denen. Und letztes Jahr, also falls ihr letztes Jahr schon Trainingsklamotten hattet, ist ein ganz bisschen anderer Stoff, wie ich finde, deutlich angenehmer zu tragen. Also, wenn ihr während des Livestreams zuschlagt, bekommt ihr die Lieferung versandkostenfrei nach Hause. Semi Becker hier, guter Ball rechts raus zu Christopher Schepp. Christopher Schepp bringt ihn in die Mitte und Gütersloh kann gerade noch so vorne an Holzheimer. Ordentlich aufs Ohr gehen. Also das ist jetzt richtig mussten. Ordentlich Regen, der hier runterkommt. Also wenn ihr dazwischendurch ein kleines Rauschen oder ein kleines Fiepen hört, das sind entweder die Regentropfen, die hier ein bisschen auf die umliegenden Gerätschaften tropfen oder kleine Kontaktschwierigkeiten. Wir arbeiten dran für euch zu Hause.
Mitsuta jetzt über die Achterposition. Windsheimer mit links in die Mitte rein. Wieder war es Vladislav Czerny, der da den richtigen Weg gemacht hat. Christopher Schepp wird zwar hier eingebindet, aber Vladislav Czerny auch da gut reingelaufen. Der zwischendurch übrigens am Kopf verbunden werden musste, wie ihr gerade gesehen habt. Manu Windsheimer da mit links. Vladislav Czerny und Christopher Schepp laufen rein, verpassen beide das Tor, den Einschuss. Sini Becker hier in der Luft, da ist er richtig stark. Ich zeig das auch hier wieder. Ja, Kaito Mitsuta stark erkämpft, sehr gut. Das zeigt das, was wir hier sehen wollen. Auch in jedem Testspiel, in jedem Vorbereitungsspiel. Vollen Einsatz, voll raufgehen auf die Bälle und sich die dann holen. Spart viele Laufwege, denn es ist ja ein bisschen angenehmer, mit dem Ball zu spielen, als immer nur den Ball hinterher zu laufen. Jetzt haben wir Mitsuta hier wieder im Aufbauspiel. Dribbelt direkt an, kann jetzt rauslegen auf Luis Oppi, aber der ist ein bisschen zu ungenau. Ja, da kann er nicht gut rankommen. Simi Becker hier aufgepasst, da von der Innenverteidigerposition mal ganz hoch rausgeschoben. Das zeigt auch das Positionsspiel, was wir jetzt hier gerade aufziehen. Das ist ein bisschen wie Handballspielen. Simi Becker hier da schon 30 Meter vor das gegnerische Tor gekommen. Jetzt die Flanke von Özkan. Gütersloh kann wieder abwehren. Wieder Becker hier, der da aufgepasst hat. Der Mann mit der Nummer 5. Also es sieht schon wirklich sehr, sehr rund aus, wie die Jungs da miteinander kombinieren. Jetzt Henrik Koch mal mit ein bisschen Platz auf links, mit dem linken Fuß, aber der ist ein bisschen zu hoch. Den schnappt sich der Torhüter der Gütersloher, Tim Matuszewski, fischt das Ding runter. In der Pfeifkatze, ja. Simi Becker hier ist das da wieder. Verteilt den Ball auf Henry Obermeier. Simi links! Jetzt rechts! Rechts! Und dann bauen wir wieder neu auf. Also die Geduld, auch das ist natürlich wichtig, so ein bisschen die Balance reinzukriegen in der Vorbereitung. Wann spielen wir den Ball nach vorne? Wann lohnt es sich vielleicht auch mal zu verschieben oder ein bisschen Tempo rauszunehmen, wieder in Ruhe aufzubauen? Die Gegner ja auch mal ein bisschen laufen lassen. Ja, so macht man die dann vielleicht ein bisschen müde, kriegt dann hinten raus in der Halbzeit ein bisschen mehr Räume, anstatt immer nur nach vorne zu spielen und dann aber auch immer relativ schnell den Ball wieder zu verlieren. Wie hier Henrik Koch, der dann mal versucht, den tiefen Ball zu spielen. Also wir kommen gerade auch hier aufs Ohr gesagt, immer noch leichtes Rauschen bei euch, das tut mir leid, wir arbeiten dran, kriegen es gerade, aber viel besser nicht hin, also wie gesagt, es gießt hier immer noch ordentlich, ist fast wie Nebel, der hier in der Luft liegt, nur dass der rein aus Regen besteht und eben nicht neblig ist. Henry Obermeier zu Semi Becker hier. Also bis jetzt machen wir das richtig gut hier. Ersten 20 Minuten rum. Starker Auftritt gegen den FC Gütersloh. Sehr spielbestimmt. Ganz viel Ballbesitz. Viel guter Kombinationsfußball. Ein paar Mal waren wir auch schon im Strafraum. Hätten durchaus auch schon das ein oder andere Tor machen können. Vladi Czerny sicherlich mit der dicksten Chance. Aber auch Christopher Schepp, der da eben nur eine Fußlänge zu spät gekommen ist. Das sah gut aus. Morgen ja auch wieder 90 Minuten live Arminia. Während wir hier im Hintergrund unsere neue Teammanagerin Sandra Hausberger sehen, Michael Mutzel, die sich da noch schnell einen Regenschirm geschnappt haben. Morgen auch wieder 90 Minuten Arminia Fußball. Ich hoffe, das habt ihr euch auch schon eingetragen. 18 Uhr geht's los, genau wie heute. Dann gegen VVV Venlo, niederländische zweite Liga. Auch so ein Verein, der immer mal so ein bisschen zwischen erster und zweiter Liga in den Niederlanden pendelt. Das spielen wir morgen in den Niederlanden ohne Zuschauer, aber dafür 90 Minuten live hier auf Arminia Club TV. Da könnt ihr wieder
live dabei sein, wenn die Jungs wieder kicken. Also das könnt ihr euch schon mal vormerken, wenn es jetzt hier den Freistoß gibt. Und der Mann für die Freistöße, das ist bei uns Luis Oppi. Der junge Linksverteidiger, einziger Linksfuß bei uns im Kader. Bringt ihn jetzt rein auf den zweiten Pfosten. Da findet er einen, aber die Ablage von Christopher Schepp findet keinen. Trotzdem, zweiter Versuch. Jetzt im Strafraum ein bisschen Wirrwarr. Winzheimer, aber abgepfiffen. Simi Belker hier ist das, der das hier noch versucht mit der Brust runterzunehmen. Ja, dann ist er da im Fallen mit der Hand dran, hat der Schiedsrichter gesehen, pfeift er ab. Weiter geht's mit Freistoß Gütersloh. Manu Winzheimer jetzt an der Strafraumkante schon mit dem Foul. Jetzt mal die Gütersloher wieder nach langer Zeit bei uns in der Hälfte schon. Aber souverän wegverteidigt von Kaito Mitsuta, der da auch mit nach hinten arbeitet. Stark gemacht von unserem Japaner. Hätte ich das gemacht? Nee. Sowas habe ich also genau zum Anfang. Nassim Bujula, gut den Ball gewonnen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Christopher Schepp zurück zu Leo Oppermann. Der jetzt rechts raus zu Can Özkan. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Christopher Schepp macht da auch den tiefen Weg. Manu Winzheimer ist auch da, aber der Pass kann abgeblockt werden. Die Situation, damit die Räume auch wieder Geschichte. Mit Kniat sehen wir da. Er weiter im Hoodie unterwegs. Der muss mittlerweile von dem ganzen Regen auch ordentlich nass und vollgesogen sein. Ich hoffe, der hat Wechselklamotten mit, dass er gleich in der Halbzeit sich einmal umziehen kann. Can Özkan jetzt beim Einwurf. Ganz hinten sehen wir übrigens, weil Sie diesen Stab da auf Höhe der Mittellinie seht, hinter Mitch Kniat. Das ist unser Videoanalyst, das ist Yannick Steringer. Ganz interessante Geschichte. Er hat letzte Saison noch zu dem Meisterkader des FC Gütersloh gehört. Hat neben seiner Aktivität als Videoanalyst beim SC Verl auch noch in der Oberliga Westfalen gespielt und ist mit Gütersloh eben unter anderem Meister geworden und auch Westfalen-Pokalsieger. Hat dort im entscheidenden Elfmeterschießen im Finale gegen Erkenschwick sogar auch einen Elfmeter verwandelt und ist jetzt eben Videoanalyst bei uns, hat die Schuhe an den Nagel gehangen im zarten Alter von 26 und ist jetzt eben nur noch als Videoanalyst bei uns tätig. Der dürfte den Gegner heute in- und auswendig kennen. Nimmt hinten eben die Videoaufnahmen für das eigene Videomaterial auf, um dann da zu analysieren. Luis Oppi mit der Ecke. Zweiter Ball, Özkan ist das. Legt wieder raus für Oppi, der sofort mit dem ersten Kontakt wieder rein. Henrik Koch kann sich da aber nicht durchsetzen. Ja, Henrik Koch, sicherlich der Spieler aus der Akademie von den fünf Jungs, die jetzt mit im Trainingslager waren, die auch immer wieder hier ihre Spielzeiten bekommen in den Testspielen, der sich schon am weitesten in seiner Entwicklung präsentiert hat. So möchte ich es jetzt vielleicht mal ausdrücken. Der immer wieder gezeigt hat, dass er auf jeden Fall, und wenn es erstmal nur im Trainingsbetrieb der Profis ist, jemand ist, der da aufschließen kann mit großem Talent. Unter anderem ja Siegtorschütze im Finale um die deutsche Meisterschaft der U17. Der Papa ist übrigens auch wieder da. Ich darf ihn grüßen. Guckt sich jedes Spiel seines Sohnemanns hier an. Leo Oppermann, das erste Mal richtig gefordert, greift sicher zu. Der 21-jährige Keeper, der ja auch schon zwei Kinder hat, Zwillinge, ist jetzt mit Frau und Kindern nach Bielefeld gezogen. Überhaupt, das ist ja ein großes Thema für viele unserer Jungs, während die im Trainingslager waren, konnten, wenn sie denn vorhanden waren, Partnerinnen schon viel regeln, was die Wohnungssuche angeht. Aber jetzt zurück in Bielefeld in der ersten Woche hier, sind ganz, ganz viele von denen noch voll im Umzugsstress, versuchen noch ihre neue Wohnung einzurichten, versuchen vielleicht bei der einen oder anderen Stelle überhaupt erstmal eine Wohnung zu finden. Also das abseits des Platzes ist sicherlich noch das größte Thema.
Da wird mit den Mannschaftskollegen mal was essen gegangen oder so, aber ganz viel mehr Zeit bleibt gar nicht übrig, weil eben erstmal die Wohnungssuche, erstmal ein neues Zuhause gefunden und dann natürlich auch eingerichtet werden muss. Das ist eigentlich, wo auch immer man reinlauscht bei den Jungs, immer das größte Thema aktuell. Heute Mittag haben auch am Trainingsgelände, also die Spieler haben heute Morgen auch schon trainiert. Heute Mittag haben unser Trainer Mitch Kniert und unser Sportgeschäftsführer Michael Mutzel hier einen kleinen Einstand gegeben. Haben Essen ausgegeben für alle Spieler und Staff aus der Mannschaft, aber auch für die gesamte Geschäftsstelle, die dann hier vorbeigekommen ist am Trainingsgelände. Da war das Wetter zum Glück noch ein bisschen besser, da haben wir Glück gehabt. Konnte noch bei Sonnenschein draußen gegessen werden. Das hat sich zum Glück erst ein bisschen später gedreht. Für die Jungs, die jetzt auf dem Rasen stehen, sicherlich auch überhaupt kein Problem. Wer selber mal Fußball gespielt hat oder es immer noch tut, der weiß das. Bei so einem Wetter spielt es sich immer noch am besten. Der Ball flutscht schön gut über den Rasen. Und wenn man erstmal einmal richtig nass ist und eh in der Bewegung, dann merkt man das ja auch gar nicht mehr. Kaito Mizuta jetzt mal, der kann da aufdrehen auf der 8. Manu Winzheimer legt raus auf Henry Koch. Henry Koch wieder zurück. Der rutscht durch. Mizuta! Nein! Leider nicht das Tor, aber starke Aktion von Kaito Mizuta. Am Ende geht der Ball aber raus zum Einwurf sogar. Ja, aber das war das, was wir auf der Position des Achters brauchen bei uns im Aufbauspiel. Bekommt er mit dem Rücken zum Feld den Ball, dreht auf, kommt sofort in die Aktion mit seinem Tempo, mit seinem schnellen Antritt, nimmt Vanu Winzheimer mit. Und dann über zwei Stationen ist es dann wieder Mizuta, der den ganzen Weg gemacht hat von der Mittellinie in diesem Angriff in die Tiefe rein, diesen Raum besetzt hat, den Gütersloh da so ein bisschen alleine gelassen hat. Und dann kommen wir in die Abschlussposition. Und wenn wir davon mehrere kriegen, dann wird es auch irgendwann heute nochmal klingeln. Da haben wir wieder Mizuta mit dem Ballgewinn. Jetzt hat Luis auch immer ein bisschen Platz. Chippt den so ein bisschen an den zweiten Pfosten, aber der ist ein bisschen zu kurz. Obermeier, Belkaia. Ah, da sieht man auch, die Gütersloher versuchen immer zu zweit vorne anzulaufen auf unsere beiden Innenverteidiger. Lauern da ein bisschen auf die Fehler. Gütersloh so ein bisschen in 4-2-2-2, wenn man so möchte. Also zwei tiefe Sechser, zwei Außen, zwei Stürmer. Versuchen dann dementsprechend mit den beiden Stürmern da vorne anzulaufen. Ja, und laufen jetzt das erste Mal Leo Oppermann mal so richtig offensiv an. Mit Erfolg, gibt Abstoß, nichts passiert. Kann weitergehen. Sonst, wie gesagt, lauern die Gütersloher eher so auf Höhe der Mittellinie. Versuchen dann mit dem Raum, wenn sie den Ballgewinn erzielen, den sie noch vor sich haben, ihre schnellen Leute in Szene zu setzen, da haben sie ein paar im Kader, um so zum Torerfolg zu kommen. Das ist so ein bisschen die Philosophie unseres Nachbarn. Nassim Bujelab mal mit einem tiefen Ball, aber der wird direkt abgefangen. Zweiter Ball gehört aber uns. Auch darum geht es viel sicherlich bei dem Spiel von Mitch Kniert. Wenn man immer flach und in die Tiefe spielt, dann werden zweite Bälle immer wieder provoziert. Da müssen wir dann hellwach sein und gut nachrücken, immer kompakt bleiben im Spiel mit dem Ball. Czarnecki ist das da außen. Kaito Mizuta, den wir jetzt hier fast überall auf dem Spielfeld sehen. Sehr lauffreudig. Er ja auch einer dieser Spieler, der selbst nach zwei Trainingseinheiten sich nochmal seine Schuhe schnappt und nochmal kurz ein paar Intervallläufe um Platz macht. Also das ist, wenn man einen rauspicken möchte aus den ersten Wochen und Tagen, den man öfters mal noch alleine bei ein paar Schichten gesehen hat, dann auf jeden Fall Kaito Mizuta, unseren Japaner. Der ist topfit, hat auch die besten Laufwerte in den Testspielen absolviert, ist aber natürlich auch logisch auf der Position, die er da bekleidet. Auf der Achterposition, da ist das in dem Spielsystem von Mitch Kniert auch gefordert. Langer Ball jetzt mal auf Luis Oppi, aber den bekommt er nicht. Schade, rutscht durch. Abstoß für Gütersloh. Bei Gütersloh, der zweite Torhüter, ist auch bekannt. Jano Peters, zuletzt Stammtorwart, vermutlich auch in der neuen Saison, hat ja auch bei uns mal gespielt, als wir letztenmals in der dritten Liga waren, als zweiter Keeper. Er also jetzt beim FC Gütersloh, kommt heute aber nicht zum Einsatz. Überhaupt beim FC Gütersloh das ein oder andere Gesicht, was wir noch kennen. Von Arminia mit der Nummer 8, Alan Firmino Dantas. Auch aus unserem Nachwuchs, hat auch bei den Profis mal reingeschnuppert. André Cording mit der Nummer 5. Sehen wir da auf der 6 spielen. Auch er ja mal in unserer U23 tätig gewesen. Erst als Spieler, dann als Co-Trainer, dann als Trainer.
kennt dieses Trainingsgelände in- und auswendig. Ja, halbe Stunde rum, noch 0:0. Die deutlich besseren Chancen auf unserer Seite. Ein Tor haben wir aber noch nicht gesehen. Bin mir aber sehr sicher, wenn das so weiterläuft, dann werden wir das heute noch sehen. Ich verweise nochmal auf unsere Aktion aus dem Fanladen hier beim heutigen Livestream. Ihr kennt das schon. Bei jedem Livestream, bei jedem Testspiel unserer Elf haben wir eine besondere Aktion für euch vorbereitet. Morgen gegen Venlo natürlich auch. Allein deshalb lohnt sich schon das Einschalten. Werden wir jetzt hier die nächste Chance sehen von Christopher Schepp. Aber der Kopfball wird abgeblockt. Schaut im Fanladen vorbei. Und wenn ihr dann dort euch entscheidet für einen Artikel aus unserer Trainings- und Freizeitkollektion von Macron. Ja, also vor allem die Klamotten, in denen die Jungs trainieren. Denen die Jungs auch rausgehen. Dann bekommt ihr die Bestellung, solange dieses Testspiel läuft, also in den noch nächsten 60 Minuten, versandkostenfrei nach Hause geliefert. Ihr müsst auch nichts besonders anklicken oder eine besondere Optionsauswahl treffen, sondern ihr müsst euch einfach nur einen Artikel aus der Freizeit- und Trainingskollektion von Macron in den Warenkorb packen und dann verrechnet das System, dass die Lieferung automatisch versandkostenfrei bei euch angezeigt wird und dann zu euch nach Hause kommt. Für die das Auswärtstrikot aus unserer letzten Aktion noch nicht bekommen haben, was ja von der ganzen Mannschaft unterschrieben werden sollte und dann zu euch nach Hause kommt. Die Mannschaft hat gestern alles unterschrieben, jetzt werden die Trikots versendet. Die sind also in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst am Montag bei euch, aber ich kann euch versichern, die wurden gestern alle fleißig unterschrieben und gehen jetzt raus zu euch. Wir haben übrigens gewechselt gerade, ihr habt es im Bild gesehen. Leon Schneider ist jetzt dabei, linker Innenverteidiger. Oder zumindest jetzt in diesem Spiel auf der linken Innenverteidigerposition für Semih Belkahir, der gerade das Spielfeld verlassen musste. Kann euch aus der Ferne keine Diagnose geben. Ich hör mich in der Halbzeitpause mal um, ob es da Neuigkeiten gibt, die ich euch vermelden kann. Leon Schneider mit der Nummer 23, also erstmal neu im Spiel. Kaito Mitsuta ist das hier wieder. Am gegnerischen Strafraum. Also für mich auch ein klares Foul, hat der Schiedsrichter aber anders gesehen. Nils Hasse, der Lipper. Gibt dementsprechend nur Einwurf, fast auf Höhe der Eckfahne. Hier sehen wir es nochmal. Kaito Mitsuta nimmt den Ball mit. Und dann wird er schon einmal kurz gezogen. Aber gut, weiter geht's. Langer Einwurf jetzt, Luis Oppi. Oh, der rutscht ein bisschen außer Hand, Ball auch richtig rutschig. Aber zweiter Ball, darüber hatten wir gesprochen. Nazim Bujelab mit vollem Einsatz holt sich den wieder. So sind wir wieder in Ballbesitz am gegnerischen Strafraum. Kaito Mitsuta, gute Auftaktbewegung. Der ist immer mit den ersten zwei Schritten so viel schneller als seine Gegenspieler. Er schafft sich dadurch immer wieder Raum. Große Stärke unseres Neuzugangs von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz. Ja, Leo Oppermann hinten mit der 22. Noch wenig zu tun bis jetzt. Luis Oppi, guter Ball hinter die Spitzen. Ah, der ist gefährlich, der ist richtig tückisch. Henry Koch kriegt ihn nicht ganz. Manu Winzheimer lauert da. Wenn der dann auch noch hier auf dem nassen Geläuf einmal aufkommt, weiß man auch nicht so genau, wo der landet. Nicht einfach, genauso wie es hier für Henry Obermeier nicht einfach war, diesen Ball zu kontrollieren. Zieht dann das Foul. Gut gemacht, Henry. Weiter geht's gegen Dimitrios Lemtsis mit der Nummer 9. Ja, tut kurz weh, schnell wieder aufstehen, weiter geht's. Gute Nehmen der Henry. Solltet ihr es noch nicht verfolgt haben, der Spielplan der ersten 8 Spieltage ist heute veröffentlicht worden, beziehungsweise nicht der Spielplan, sondern die zeitgenauen Ansetzungen unserer Partien. Der erste Spieltag stand ja schon fest. Wir eröffnen die Saison Samstag 16.15 Uhr live in der ARD bei Dynamo Dresden. Jetzt sind aber auch die Spieltage 2 bis 8 terminiert worden. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut doch mal bei uns vorbei auf der Homepage oder in den sozialen Netzwerken. Da haben wir euch eine Übersicht reingepackt.
für viele sicherlich erstmal das Allerwichtigste, das allererste Heimspiel der Saison, das Heimspiel gegen Münster, das Derby. Das findet am Samstag um 14 Uhr statt. Das ist ja die am häufigsten ausgetragene Spielzeit in der dritten Liga. Haben wir aber nicht ganz so oft bekommen. Da haben wir noch ein Heimspiel gegen Freiburg 2, was auch Samstag 14 Uhr stattfindet. Ansonsten ist der Spielplan für uns oder die Terminierung kunterbunt. Viele verschiedene Anschlusszeiten, auch viele verschiedene Wochentage. Ein Highlight sicherlich auch zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken. Da spielen wir unter Flutlicht. Freitagabend, der 8. Spieltag ist das. Interessant. Unter der Woche fahren wir nach Ulm. Dienstagabend 19 Uhr. Sicherlich für Auswärtsreisende nicht ganz so dankbar, aber da das ohnehin eine englische Woche ist, gab es ja auch nur den Dienstag und den Mittwoch als Spieltermin. Da also Dienstag. Unterhaching haben wir noch auf den Freitagabend. Sicherlich auch schwierig. Da müsst ihr euch in den meisten Fällen vermutlich Freitag frei nehmen. Aber da ist Oktoberfestwochenende für den ein oder anderen Reisefreudigen vielleicht noch die Kulturveranstaltung gleich mitgeliefert als kleinen Veranstaltungstipp. Freitagabend unter Haching und dann könnt ihr ja das Wochenende gleich da bleiben und drauf machen. Es hört mit dem Regen überhaupt gar nicht mehr auf. Also es ist ein bisschen heller geworden. Ist mir ganz so dunkel. Flutlicht mittlerweile auch an. Aber zu regnen hört es nicht auf. Langer Ball jetzt von Mizuta, aber da kommt Henrik Koch nicht ganz ran. Ja, also Henrik Koch, auch daran sieht man ja so ein bisschen den Stellenwert auch von so einem jungen Nachwuchsmann in der Mannschaft. Wird schon auch viel gesucht. Immer wieder mit tiefen Bällen bedient. Konnte jetzt noch nicht gewinnbringend eingesetzt werden. Aber es fehlt auch immer nicht viel. Das ist ja auch immer so ein Zeichen, wenn man von den Mitspielern viel eingesetzt wird, auch akzeptiert wird. Das sieht man auch in den Trainingsspielen immer wieder. Dann macht man in der Regel nicht so viel verkehrt als junger Bursche in so einer Mannschaft. Nasim Bujelab ist das hier mit der 10. Lässt sich jetzt auch immer mal wieder ein bisschen in die Kette fallen hinten, um das Aufbauspiel anzutreiben. Hier haben wir Leon Schneider, wie gesagt, eben eingewechselt für Semih Belkaia mit der Nummer 23. Er ja von Köln 2 zu uns gekommen. Genau wie Semih, zwar auch Rechtsfuß, aber beide auch wirklich mit einem starken linken Fuß. Deshalb die linke Innenverteidigerposition auch kein Problem. Vladiceni haben wir hier. Nach einem kurzen Kontakt da in der Luft jetzt mit dem Turban. Die dickste Chance des Spiels hat er bisher gehabt. Jetzt kommt der tiefe Ball. Leon Schneider gut vorbereitet auf Henrik Koch, der mit dem nächsten tiefen Ball, aber der rutscht nicht durch. Schade, gerade noch so abgefangen. Da hinten vom FC Gütersloh. Aber das hat vielleicht auch ganz gut das Prinzip von uns nochmal verinnerlicht. Also hinten ein bisschen Aufbauspiel, immer wieder rotieren in der Mitte. Die drei Mittelfeldpositionen, der Sechser und die beiden Achter, sich die Bälle abholen und dann, wenn man eben ein paar Mal hin und her geschoben hat, den Gegner vielleicht schon ein bisschen unkonzentriert, ein bisschen müde gemacht hat, weil der den Ball immer hinterherlaufen muss. Und dann die Lücken, die entstehen, nutzen. Eben über wendige Mittelfeldspieler, die wir da ja haben. Mit Vladislav Czerny, mit Kaito Mizuta, mit Nasim Bujelab. Alle sehr wendig, sehr mutig mit dem Ball. Und dann eben schnell die Reihen überspielen. Aufdrehen, im besten Falle einen der vorderen drei bedienen. Nasim Bujelab mit Can Özkan. Der sucht immer wieder die Flanke, das ist eine seiner großen Stärken. Auch er mit einem sehr guten Passspiel, auch über lange Distanzen. Hat ihn auch hier bei uns in der Akademie ja schon immer ausgezeichnet. Geknallt. Henry Obermeier, der da von seinem Gegenspieler wieder abgeräumt wird, hat er einmal kurz versucht, den Ball abzublocken und bekommt ordentlich einen mit. Von Tavia war das. Aber kein Problem, weiter geht's. Mizuta mit dem tiefen Ball, aber auch der wird wieder abgefangen. Nächster Anlauf. Und
unsere Mannschaft ja am Sonntag aus dem Trainingslager zurückgekehrt. Waren am späten Nachmittag dann alle zu Hause. Montag und Dienstag war frei. Wie gesagt, für die meisten Spieler auch wichtige Tage, um mal die Klamotten einzuräumen und so richtig final nach Bielefeld zu ziehen, um eben vieles zu erledigen, was man dann eben so erledigen muss, wenn man an einen neuen Standort kommt. Deshalb nicht nur regenerativ die beiden Tage wichtig, sondern auch organisatorisch für den einen oder anderen sehr wichtige Tage. Und am Mittwoch sind wir dann wieder ins Training eingestiegen, öffentliche Einheit 17 Uhr. Einige von euch waren da, sind ja auch gerade Schulferien in NRW. Das merkt man bei den öffentlichen Trainingseinheiten dann immer ganz besonders. Da ging es wieder los, dann gestern Donnerstag trainiert, heute Morgen trainiert. Jetzt hier das Testspiel und morgen in Venlo das nächste Testspiel. Werden wir hier Gütersloh sehen, aber die Nummer 37, Dirk Tjarevs im Abseits. Klare Sache, glaube ich. Henrik Koch mit der 29, da haben wir ihn. Mit Kai Tomizuta, Luis Oppi, wieder Henrik Koch. Gutes Zusammenspiel, aber der kommt da nicht an. Trotzdem haben wir wieder den Ball gut aufgebaut über Leon Schneider. Also das gefällt heute auch sehr gut, wenn wir dann mal einen Fehler machen. Wobei Fehler ja auch immer relativ ist, wenn man dann im letzten Drittel ist. Dann muss man eben auch einfach ein erhöhtes Risiko gehen, um zwischen die Ketten zu kommen, um weitere Gegenspieler zu überbrücken. Und wenn dann eben zweite Bälle entstanden sind, Ballverluste entstanden sind, dann ist das Gegenpressing heute wirklich in diesen ersten 40 Minuten sehr, sehr gut. Viele schnelle Ballgewinne von uns wieder, dass wir dann wieder in Ruhe aufbauen können, uns die nächsten Möglichkeiten herausspielen können. Also das scheint in der Trainingsarbeit gut gefruchtet zu haben. So zumindest mein Eindruck hier aus den ersten 40 Minuten. Für Gütersloh geht es übrigens nächste Woche schon los. Die sind also in der Vorbereitung ganz bisschen weiter als wir. Die haben nächste Woche ihren Liga-Auftakt gegen den SC Paderborn 2, gegen den Mitaufsteiger. Die ja Dritter geworden in der Oberliga Westfalen, mit aufgestiegen, Gütersloh Meister geworden. Also das Duell der beiden Aufsteiger, das findet zum Liga-Auftakt in der Regionalliga statt. Nächste Woche Sonntag ist das. Gütersloh also schon eine Woche näher dran am Ernstfall als wir. Wir starten dann ja in zwei Wochen. Nächste Woche Samstag nämlich, das sei an dieser Stelle wiederholt erwähnt. Große Saisoneröffnung bei uns in der Schüko Arena. Samstag, 29.07. gegen den TSV Steinbach-Haiger. Wird eine Autogrammstunde geben, wird Interviews geben. Wir stellen euch unsere Mannschaft vor dem Spiel vor. Das ist dann auch die Generalprobe. Das heißt, da könnt ihr an der Startelf in diesem Testspiel auch schon so ein ganz bisschen ablesen, wo es vielleicht hingehen könnte zum Drittliga-Auftakt gegen Dresden. Also kommt vorbei für 5 Euro, kriegt dann Sitzplatz, ermäßigt 3 Euro. Ein Steher gibt es für 3 Euro, da machen wir den unteren Bereich der Südtribüne auf, also die Blöcke 3 und 4. Tageskasse gibt es natürlich auch für Kurzentschlossene. Online könnt ihr euch aber auch schon eure Karte sichern. Kommt vorbei, wir freuen uns drauf, denn wie gesagt, hier am Trainingsgelände können wir leider keine Zuschauer reinlassen. Hat einfach organisatorische Gründe. Hinten mit den Baumaßnahmen, die ihr hier auch im Hintergrund immer wieder seht. Fundament ist mittlerweile gelegt, die Wände werden so langsam hochgezogen, also hier tut sich richtig was. Heißt aber leider eben auch, dass Testspiele ohne Zuschauer hier stattfinden müssen. Nächste Woche Samstag in der Schüko Arena, da findet dann eins mit euch statt. Manu Winzheimer hat mal ein bisschen Platz, aber dann, ja, muss man auch sagen, cleveres Foul vom Gegenspieler. Da hätte er sein Tempo mal einmal ausspielen können. Ja, beschwert sich hier auch schon direkt lautstark beim Schiedsrichter. Das war's. Das war die erste Halbzeit des Testspiels unserer Arminia gegen den FC Gütersloh. Noch keine Tore gefallen hier am Trainingsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße. Es geht mit 0:0 in die Kabine. Die größten Chancen, die hatten sicherlich wir, Wladislav Czerny, Christopher Schepp, auch Manu Winzheimer, dessen Abschluss einmal abgeblockt wurde. Also die eine oder andere Chance hatten wir, sah auch sehr, sehr gut aus gegen den Ball. Viele Ballgewinne. Kaito Mitsuta, den wir hier noch sehen mit der 25, sicherlich einer der Aktivposten unserer Mannschaft hier in der ersten Hälfte.
Für mich bleibt dann noch einmal darauf hinzuweisen, dass wenn ihr bei unserer Trainingskollektion zuschlagt, sei es zum Beispiel auch diese Regenjacke, die ihr hinten bei den Jungs auf der Bank seht, oder bei den Trainingsklamotten bei der Freizeitkollektion von Macron, dann bekommt ihr die Lieferung heute und zwar nur solange dieser Stream läuft, versandkostenfrei nach Hause geliefert. Also dafür könnt ihr die Halbzeitpause, die 15 Minuten, gut nutzen, wenn wir hier nochmal die Highlights sehen. Henrik Koch verzieht da mit dem linken Fuß ein bisschen. Schade eigentlich, hier sehen wir nochmal die dickste Chance. Christopher Schepp flankt mustergültig auf Ladislav Czerny, der die Vorlage nicht verwerten kann. Haben wir nochmal Mizuta mit Winzheimer. Und diese Hereingabe verpasst Christopher Schepp hauchzart. Wenn er da die Fußspitze vernünftig reinkriegt, dann knallt's sofort. Und dann haben wir nochmal hier Kaito Mizuta. Das war vielleicht nicht die dickste Chance, aber das war auf jeden Fall die am schönsten herausgespielte. Das sieht man jetzt in diesem Highlight. Kurzen Highlight-Zusammenschnitt natürlich nicht so gut. Also schaut nochmal vorbei. arminia.de/live. Da kommt ihr zu unserem Fanladen. Stöbert in der Trainingskollektion von Macron, aber da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Artikel mehr, den ihr noch reinpacken könnt. Sobald ihr einen Artikel da drin habt aus der Freizeit- und Trainingskollektion von Macron, dann kommt das Ganze versandkostenfrei nach Hause. Ansonsten sehen und hören wir uns hier in 10 Minuten wieder, wenn es dann zur zweiten Halbzeit weitergeht. Arminia Bielefeld gegen den FC Gütersloh. Bis gleich.
Es wird wieder gelaufen. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier vom Trainingsgelände der Friedrich-Hagemann-Straße. Wir spielen gegen den Regionalligisten, gegen unseren Nachbarn vom FC Gütersloh. Ihr seht, die Mannschaften sind schon zurückgekehrt auf den Rasen. Der Schiedsrichter, das ist immer noch der gleiche, das ist Nils Hasser aus Lüchte, also aus dem Lipperland. Wir haben ein bisschen gewechselt. Lukas Kiewit spielt jetzt hinten rechts. Jan Özkan dafür raus. Maxi Großer spielt auf der tiefen 6. Für ihn Nazim Bujelab in der Kabine geblieben. Und Niklas Schipnowski, der ist auch noch dabei. Da habe ich jetzt aber gerade den dritten noch nicht herausgefunden, der noch in der Kabine geblieben ist. Henrik Koch müsste das sein. Jawohl, so ist es. Also, das sind die drei Wechsel zum zweiten Durchgang. Ich hatte es in der ersten Halbzeit schon mal erwähnt, für die, die jetzt erst einschalten. Spielzeiten haben jetzt noch nicht so viel zu bedeuten. Es soll darum gehen, dass möglichst viele Spieler so ein bisschen in die Wettkampfpraxis reinkommen. Das Trainerteam ist nach dem Trainingslager auf den Trichter gekommen, dass wir dafür noch mehr Spiele brauchen. Unter anderem eben dieses heute gegen Gütersloh, was wir ja sehr kurzfristig vereinbart haben. Und dann nächste Woche noch gegen Lotte. Aber die Einsatzzeiten haben erstmal nicht viel zu sagen. Geht darum, ein bisschen Matchfitness zu bekommen. Keita Mizuta legt raus auf Luis Oppi. Der mit dem ersten Ball in den Strafraum in dieser Hälfte. Kriegen wir den zweiten Ball, den kriegen wir. Lukas Kiewit legt ab auf Maxi Großer, der wieder zurück zu Kiewit. Der ein bisschen Platz mit links, der ist gefährlich. Aber der Kopfball von Christopher Schepp geht leider nicht in die richtige Richtung. Aber das ist doch ein guter Anfang gewesen hier in diese zweite Hälfte. Also wie gesagt, es geht darum, ein bisschen Matchfitness zu bekommen. Ihr kennt das, wenn ihr selber mal Fußball gespielt habt, so die richtige letzte Brise, die man so braucht, um dann in die Saison reinzugehen, die holt man sich dann eben doch nur in solchen Spielen, wo es dann nochmal über eine längere Distanz geht, wo man auch einen Gegner hat, der jetzt nicht der eigene Mitspieler ist, wie im Trainingsspiel zum Beispiel. Deshalb also nochmal zwei weitere Testspiele. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnten wir deshalb das Testspiel auch nirgendwo anders ausrichten als hier bei unserem Trainingsgelände. Wie gesagt, das haben wir ja erst diese Woche dingfest gemacht. Und so schnell lässt sich dann auf anderen Plätzen kein Spiel organisieren. Also machen wir das bei unserem Trainingsgelände. Und hier leider ohne Zuschauer, ihr kennt das Thema, hier wird gebaut. Christopher Schepp sehen wir jetzt hier. Manu Winzheimer, der ist immer noch auf dem Platz. Diesmal aber in einer tieferen Position. Kann ja auch die 8 spielen. Das macht er jetzt hier wieder im zweiten Durchgang. Versucht da Vladi Czerny zu bedienen, aber der wird abgefangen von Fenido Dantas. Auch er ja eine DSC-Vergangenheit, der Mann mit Nummer 8, der hier den Fehlpass gespielt hat. Einst in der Jugend beim DSC in der U23 und auch bei den Profis war er immer mal dabei. Lukas Kiewit hier mit dem Einwurf. Er ja im Trainingslager mit dem ersten Profitor seines Lebens, der Kapitän unserer letztjährigen U17-Meistermannschaft. Hat gegen die Regionalauswahl des ASV Kiens, wo wir trainiert haben, auf dem Platz getroffen zum da zwischenzeitlichen 5:0 und damit sein erstes Profitor erzielt. Sicherlich großer Moment für den jungen Mann. Jetzt haben wir Niklas Schipnowski, der ist neu dabei. Hier über links versucht Christopher Schepp zu finden, aber der Ball wird abgefangen vom FC Gütersloh. Gibt Ecke. Ecke, das war bislang immer ein Fall für Luis Oppi. Der geht jetzt aber nicht hin, sondern Schipnowski ist das. Schipnowski hält einen Arm hoch. Kurze Variante. Können wir unsere Gegner aber nicht mit überraschen. Gibt nochmal Eckstoß von derselben Seite. Im Tor der Gütersloher wurde gewechselt. Schipaniewicz jetzt drin.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Szepankiewicz im Tor der Gütersloher mit der Nummer 28 jetzt im Kasten. Niklas Szymanowski mit dem nächsten Versuch. Aber auch der wird rausgeköpft. Ihr habt es gerade gesehen am Arm. Szymanowski jetzt gerade mit der Kapitänsbinde. Wie gesagt, hat noch nicht allzu viel zu sagen. Mannschaftsrat, Kapitän, all das wurde noch nicht bestimmt. Ladislav Czerny hier mit dem Ball. Bleibt hängen. Aber wir nehmen direkt wieder das Heft des Handels in die Hand. Czerny ist das. Mit Kiewicz. Der nochmal in die Mitte. Wieder zu Czerny, aber das ist ein bisschen zu klein-klein. Da können die Gütersloher dazwischen kommen. Im Tor weiter Leo Oppermann. Sehen wir hier, der Maxi Großer mitnimmt. Also auch Maxi Großer mit der Nummer 19. Neu bei uns im Spiel. Auf der 6. Leon Schneider, der ist in der ersten Halbzeit schon reingekommen. Für Semih Belkahir. Ja, da sehen wir im Hintergrund die Baumaßnahmen bei unserem Trainingsgelände. Da wird ordentlich gearbeitet. Ihr seht es, das Fundament ist bereits gelegt. Die ersten Mauern, Wände werden jetzt reingezogen. Da ist ordentlich Betrieb. Heute natürlich auch noch. Jetzt Freitag 19 Uhr haben die Jungs Feierabend, aber vorher wurde da noch ordentlich gearbeitet an unserem neuen Funktionsgebäude hier am Trainingsgelände, das ja nächstes Jahr fertiggestellt sein soll. Für uns in der Trainingsarbeit, für die Mannschaften, für alle Trainer auch, werden ja auch neue Büros entstehen zum Beispiel, wird das sicherlich ein ganz, ganz großer Fortschritt sein in unserer Trainingsarbeit hier. Soll ja auch die Verzahnung zwischen Akademie und Profis noch mal ein bisschen vorantreiben. Die haben dann ihre Büros, ihre Umkleiden, ihre Trainingsräume, alle auf einem Trakt, alle in einem Gebäude, sodass die Jungs sich häufiger über den Weg laufen, sich bekannt miteinander machen, vielleicht auch das eine oder andere voneinander abschauen können. Kann uns als Gesamtverein sicherlich nur helfen. Ja, wo wir jetzt mit Henry Obermeier in der rechten Innenverteidigung und mit Lukas Kiewicz auf der Rechtsverteidigerposition wieder zwei U19-Spieler hier auf dem Platz haben. Dazu noch Vladislav Czerny, der ja auch unsere Jugend durchlaufen hat. Die Anbindung klappt aktuell richtig gut. Die fünf Jungs, die mit im Trainingslager in Kienz in Südtirol waren in der letzten Woche, haben sich alle richtig gut verkauft. Da hat man kaum gemerkt, wer jetzt eigentlich der Jugendspieler ist und wer der arrivierte Profi. Also die haben sich da richtig reingehauen, die Jungs. Haben, glaube ich, allesamt ihre Chance genutzt, die sie da bekommen haben. Werden natürlich die weitere Vorbereitung hier zum Profikader gehören. Ihre Minuten sammeln, ihre ersten Erfahrungen sammeln können bei uns. Und dann hoffentlich sehr bald fester Bestandteil des Profikaders werden. Aber das sicherlich noch sehr, sehr früh für den einen oder anderen, die ja gerade alle erst 16, 17 Jahre alt sind. Aus. Ja, da am Rand, wenn sich der eine oder andere fragt, hier Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was machen diese Menschen dann da? Das sind Angestellte des Vereins, das sind Trainer zum Beispiel aus der Akademie, Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Der eine oder andere Journalist ist natürlich auch hier, begleitet das Spiel. Also, das keine Zuschauer, sondern alles Menschen, die hier in einer Funktion rund um dieses Testspiel tätig sind. Luis Oppi ist das hier mit dem Einwurf. Er ist zuletzt in Hannover tätig. 100 Kilometer weiter, aber auch er mit seiner Freundin jetzt nach Bielefeld umgezogen. Da ist er wieder. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Manu Winzheimer rausgelegt auf Szymanowski. Der hat ein bisschen Platz. Kann jetzt in die Mitte ziehen. Szymanowski ganz rüber zu Lukas Kiewicz, der den Weg gemacht hat, aber einen Hauch zu weit.
kriegt ihn nicht kontrolliert. Trotzdem haben wir den Ball noch am gegnerischen 16er. Wieder Winzheimer. Winzheimer an den zweiten Pfosten, aber Gütersloh wird ab. Maxi Großer kriegt er den zweiten Ball. Jawohl, kriegt er. Zu Mizuta. Schepp. Und jetzt ist die Chance vorbei. 54. Da fliegt der Ball. Bisschen übers Toreck. Bleibt beim 0:0 bislang. Da Mizuta immer wieder emsig mit seinen schnellen Antritten, gutes Körpergefühl, stellt sich immer wieder schnell rein, kommt halt auch sehr, sehr schnell in die Zweikämpfe, führt dadurch sehr, sehr viele und kann immer wieder für Unruhe sorgen, für frühe Ballgewinne. Kann das Spiel immer wieder gefährlich machen. Draußen hören wir auch, falls ihr das hier über die Mikrofone mithört, die Trainer immer wieder sehr lautstark. Mit Kniat, der da mittlerweile in Regenjacke steht, in der ersten Halbzeit ja noch komplett im Hoodie da gestanden. Hat sich also auch noch mal kurz umgezogen in der Halbzeitpause, jetzt die Regenjacke an. Seine Anweisungen immer wieder klar und deutlich zu verstehen. Und auch das haben wir vor allem im Trainingslager gelernt, aber auch sonst natürlich hier im Trainingsbetrieb. Immer sehr, sehr klare Ansagen, sehr, sehr deutlich. Das ist eine große Stärke unseres neuen Trainers. Mit 37 Jahren auch immer noch sehr, sehr jung. Aber der gibt den Jungs schon einen ganz, ganz klaren Plan mit auf den Weg. Da entstehen selten Missverständnisse. Auf Seiten der Gütersloher, Julian Hesse, der Trainer, auch sehr, sehr jung, hat die Jungs letzte Saison mit dem Westfalen-Pokalsieg und der Meisterschaft in der Oberliga ja in die Regionalliga geführt. Also auch eher ein ganz spannender Trainer hier im Umfeld in Ostwestfalen. Hendrik Lohmer ist das jetzt mit der Ecke für Gütersloh. Die wird kurz ausgeführt. Wieder Lohmer mit links. Oh, scharfes Ding. Oppermann packt zu, aber das Ding wird abgepfiffen. Abseits. Da hätte es beinahe geklingelt jetzt hier in der 55. Minute. Boah, der kommt mit ordentlich Schmackes rein, dann rutscht da Leo da kurz aus der Hand, der den vor sich tropfen lassen will und dann auffangen. Aber da waren gleich mehrere Gütersloher vor ihm. Ob die wirklich im Abseits waren oder ob es dann das Foulspiel war. Von der Nummer 4 von Lars Beugmann, der da so ein bisschen schiebt. Das konnte ich jetzt nicht genau sehen von meiner Position. Also das die bis jetzt dickste Chance für unsere Gäste aus Gütersloh, die hier einen kurzen Anreiseweg hatten. Im Hintergrund sehen wir auch, dass die Jungs, die noch auf der Bank sind, die noch für einen Einsatz in Frage kommen, sich da mit unserem Athletiktrainer Niklas Klaasen warm machen. Michael Mutzel bringt hier den Ball wieder zurück ins Spiel. Fabian Kloß sehen wir da zum Beispiel. Aber auch weitere Spieler aus unserer Akademie, Adrian Nesie, der Innenverteidiger, der sich da zum Beispiel mit warm macht, oder auch Niklas Möllers. Also der Andrang, der Schwung an jungen Leuten, die aus unserer Akademie kommen, aus unserem Nachwuchs. Sehr hoch, sehr intensive, sehr engagierte Jungs dabei, die sich alle voll reinhängen für unseren Club und die natürlich darauf brennen, und wenn es nur in so einem Testspiel hier in der Vorbereitung ist, das Trikot zu tragen und hier zum Einsatz zu kommen. Nächste Ecke für Gütersloh. Wieder von der von Gütersloh aus gesehen rechten Seite. Gute Ecke wieder. Also die Standards, die sind wirklich stark. Leon Schneider ist das, der da aufgepasst hat, am höchsten springt und den Ball rausköpfen kann. Also bei den Standards, da müssen wir aufpassen. Das machen die Gütersloher gut. Und hier gibt es gleich den nächsten, kaum sag ich's. Kaito Mizuta, der glaube ich auch nicht so ganz genau weiß, warum da eigentlich gegen ihn gepfiffen wurde. Aber so ist es nun mal. Der Schiedsrichter pfeift und hat immer recht. Gibt den Freistoß für Gütersloh. Der wird sicherlich auch wieder scharf vors Tor kommen von Leo Oppermann. Kopfball, und Leo ist da, hat das Ding stark gehalten von unserer Nummer 22. Zweiter Ball. André Cording ist das mit der Nummer 5, bringt ihn wieder rein. Und diesmal können wir entschärfen, Leo Oppermann kann ihn aufsammeln.
Da war er mal reaktionsstark nach dem Kopfball der Gütersloher. Schnell die Finger hochgekriegt. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. André Kording bringt den Ball rein. Kopfball von, ich habe es gar nicht gesehen, von der Nummer 9. Der Gütersloher Nemzis ist das. Und Leo Oppermann in unserem Tor kann sich hier heute mal auszeichnen. Kriegt die Finger hoch, pariert diesen Ball stark. Henel Obermeier bekommt da das Foul gegen sich gezogen. Schon stark, wie der 17-Jährige bei uns hier ganz routiniert die Innenverteidigung abbildet. Immer wieder die Stürmer abläuft. Eine gute Ahnung hat, immer gut den nächsten Ball schon antizipiert. Und auch am Ball die Ruhe behält, selbst wenn er hoch angelaufen wird, wenn er mal in den Zweikampf gerät. Also diese Abgeklärtheit, die hätte ich mit 17 auch gerne gehabt. Langer Einwurf jetzt. Da ist er wieder in den Zweikampf. Macht das aber ganz souverän, zieht das Foul. Stark gemacht, Henry. Sehr gut. Gegen Vincent Okanse. Da haben wir ihn im Bild vom FC Gütersloh. Bleibt unser 17-Jähriger Sieger. Leon Schneider jetzt mal mit einem Diagonalball auf Lukas Kiewit. Der nimmt den ersten gut mit. Den Ball zu Manu Winzheimer. Der den Ball dann am Gegenstrafraum verliert. Leon Schneider klärt das Ding. Haben wir wieder Zeit, uns zu positionieren. Alles gut gemacht. In 2 Wochen, da geht's los. Da spielen wir am Samstag gegen Dynamo Dresden in Dresden, 16.15 Uhr, live in der ARD im ersten Programm. Da könnt ihr zuschauen, frei empfangbar, also der erste Spieltag der dritten Liga. Alle weiteren Spieltage, die Spieltage 2 bis 8 zumindest, die sind jetzt zeitgenau terminiert worden. Also schaut da gerne mal auf unserer Homepage vorbei, arminia.de, oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr euch dann den Kalender schon mal vollschreiben. Bis Ende September sind alle Spiele eingetragen worden. Also da viele Ansetzungen, die ihr euch notieren könnt. Viele verschiedene Anschlusszeiten auch. Es ist eine englische Woche dabei. Wir sind zweimal freitags gefordert, sind auch mal sonntags dran. Zum Beispiel 19:30 Uhr sonntags bei Viktoria Köln. Oder auch zu Hause gegen Regensburg. Notiert euch da die Termine im Kalender und dann schlagt am besten schon direkt zu bei unserer Dauerkarte zum Beispiel. 8.500 haben sich schon für die Dauerkarte entschieden. Wirklich eine Wahnsinnszahl, gerade wenn man bedenkt, dass wir ja sicherlich zuletzt zumindest auf dem Rasen nicht ganz so viel Lust gemacht haben. Trotzdem haben sich 8.500 von euch schon wieder dafür entschieden, die ganze Saison dabei zu sein, alle 19 Heimspiele live zu verfolgen bei uns in der Schüko Arena. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, dafür, dass ihr weiter an uns glaubt, dass ihr weiter ins Stadion wollt, das Spieltagserlebnis weiter genießen wollt in der kommenden Saison. Noch bis zum 27. Juli, also bis nächste Woche Donnerstag, sprich 7 Tage jetzt noch, könnt ihr bei der Dauerkarte zuschlagen. Dann startet am 28. Juli, das könnt ihr euch auch schon mal notieren, also nächste Woche Freitag, also jetzt in einer Woche, der Vorverkauf für das erste Heimspiel. Und das ist ja direkt das Derby gegen Münster. Dann gibt es die Dauerkarte nicht mehr. Also wenn ihr eine Dauerkarte haben wollt, dann schlagt in den nächsten 6 Tagen noch zu. Dann startet der Vorverkauf gegen Münster. Erstmal natürlich für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Münster übrigens 2. Spieltag an einem Samstag, 14 Uhr. Also 3. Liga. Beste Anschlusszeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Da bekommen wir dann endlich mal wieder ein Derby bei uns zu sehen in der Schüko Arena. So ein richtiges. Mitglieder und Dauerkarteninhaber, also es reicht, wenn ihr eins von beiden seid, Mitglieder und oder Dauerkarteninhaber, ich sprach's an, können dann bis zu 2 Karten im Vorverkauf sich besorgen. Es lohnt sich aber auch, jetzt schon bei der Dauerkarte zuzuschlagen, denn am Montag, also jetzt in 3 Tagen, beginnen wir mit dem Vorverkauf für unser Pokalspiel gegen den VfL Bochum. Und da beginnen wir natürlich auch erstmal exklusiv mit einem Vorkaufsrecht für Mitglieder und oder Dauerkarteninhaber. Also wenn ihr da eure Dauerkarte schon am Mann habt, dann hilft euch das, um auch schneller eure Plätze für das Spiel gegen den VfL Bochum zu bekommen, die dann natürlich auch erstmal reserviert sind.
Ja, entschuldigt, wenn es zwischendurch mal wieder ein bisschen gefiept und gerauscht hat. Das liegt hier an den Mikrofonen. Es regnet zwar mittlerweile nicht mehr, aber in der letzten Stunde, da kam ja ordentlich was runter. Und da hat der ein oder andere Technik ein ganz bisschen was mitbekommen. Der ein oder andere Mikrofonkontakt ein bisschen Wasser abbekommen. Wir mussten hier gerade nochmal an der Mittellinie ein Außenmikrofon tauschen. Also entschuldigt da die kleinen technischen Störungen, die das Wetter uns hier auferlegt hat. Manu Winzheimer jetzt mit einem starken Ball zu Vladicerny. Vladicerny schließt er ab. Nee, der legt nochmal in die Mitte. Christopher Schepp wird geblockt. Mizuta. Und da ist das Tor. Kaito Mizuta. Mit dem 1:0 in der 65. Spielminute. Stark. Unser Mann mit der Nummer 25. Das hat er sich verdient. Hat hier ein super Spiel gemacht bis jetzt in der ersten Stunde, die hier abgelaufen ist. Und belohnt sich. Mit einem Dropkick mit links. Da nehmen wir nochmal starker Ball von Manu Winzheimer schon auf Vladicerny, der in die Mitte legt zu Christopher Schepp. Der wird noch abgeblockt und den Abpraller. Den macht Kaito dann rein. Gutes Tor. Hier schon der starke Ball von Manu Winzheimer. Gute Passschärfe. Vladicerny legt ihn rüber. Auch ein guter Ball von Vladi. Hat der Christopher Schepp gut gesehen. Die Gütersloher hauen alles rein, was sie kriegen. Aber der zweite Ball, ich sprach es eben schon mal an, da sind wir heute richtig gut. Da passt dann auch vielleicht die Abstimmung ein bisschen mehr. Man kann sich ein bisschen mehr darauf einstellen, was der Mitspieler gleich macht, wo er hinschießt, wie er schießt. Und dann kann man sich eben auch deutlich besser darauf einstellen, wo der Ball dann so landen könnte. Kaito Mizuta macht es hier exzellent, bekommt den Abpraller, verwertet ihn mit einem Kontakt mit links. Auch nicht sein starker Fuß. Macht er gut, 1:0 nach 65 Spielminuten. Und jetzt wird gewechselt. Wir nutzen hier die Pause. Ich versuche es alles mitzukriegen. Sind einige Wechsel jetzt, die wir hier sehen. Und da sehen wir den ein oder anderen sehr, sehr jungen Burschen da. Mit der Nummer 43 hinten wird sich einreihen. Niklas Möllers, auch er deutscher Meister mit der U17 geworden. Mit der Nummer 42 Adrian Nesier, der jetzt hier den Rechtsverteidiger macht. Lukas Kiewit geht rechts nach vorne rein. Im Mittelfeld ist Sam Schreck dabei. Der ist jetzt für Kaito reingekommen. Dann ist Merv Biancardi für Manu Winzheimer reingekommen. Fabian Kloß jetzt vorne in der Spitze für Christopher Schepp. Aygün Yildirim ist noch mit im Spiel. Während hier Lukas Kiewit ordentlich einen mitbekommen hat bei dieser Klärungsaktion. Ja, Fabi, wie sich das gehört, jetzt natürlich auch mit der Binde am Arm. Klopft da einmal kurz ab. Komm Junge, geht schon weiter. Ja. Während unsere beiden Physios, Arne und Mick, auch die beiden Jungs neu dabei, jetzt Lukas hier an der Seitenlinie, kurz verarzt, geht aber weiter. Wir sehen Adrian Nesi mit der 42 im ersten Zweikampf und Max Großer, der da gleich dazwischen haut. Oh, da hat es einmal ordentlich gescheppert. Muss der Ball kurz jetzt ausgespielt werden. Ja, Nemzis ist das vom FC Gütersloh. Nach dem Einwurf da im Duell mit Max Großer war das. Ja, hoffentlich nichts Schlimmeres. Lukas Kiewit übrigens hier 20 Meter weiter auch mal noch leicht benommen. Also beide Physio-Teams, beide Ärzte-Teams jetzt hier ordentlich gefordert. Ja, für mich die Gelegenheit, vielleicht hier diese Spielunterbrechung zu nutzen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auch während dieses Testspiels eine Aktion bei uns im Fanladen haben, wenn ihr bei der Trainingskollektion zuschlagt, sei es die Regenjacke, sei es das Trainingsshirt oder auch bei der Freizeitkollektion von Macron, hier unsere Präsentationsshirts, zum Beispiel Jacken, Hosen, alles dabei, da könnt ihr euch einmal komplett ausstatten. Wenn ihr während des Testspiels zuschlagt, dann bekommt ihr die Lieferung versandkostenfrei zu euch nach Hause geschickt. Müsst auch nichts weiter anklicken. Es reicht, wenn ihr einfach einen Artikel aus der Freizeit- und Präsentationskleidungskette von Macron aus der Kollektion rausnimmt. Dann wird das im System automatisch auf versandkostenfrei gerechnet. Dieses Angebot gilt aber nur, solange das Testspiel hier läuft. Schaut also mal vorbei. arminia.de/live, das ist euer Link. Stöbert mal kurz im Fanladen und sichert euch die Freizeit- und Trainingskollektion von Macron. Lukas Kiewit, da haben wir ihn direkt wieder am Ball, geht weiter, aber auch direkt mal mit dem Fehlpass. Und da haben wir wieder Adrian Nesie, stark, wie der sich da reinhaut. Das ist ja eine seiner Stärken. Gut bei der Grätsche, gut bei der Antizipation sowieso.
Und das haben die Finalspiele der U17 letzte Saison gezeigt. Wirft sich in alles rein, was geht. Das ist einer, der das Herz auf der Fußsohle trägt, möchte ich beinahe sagen, so wie er da immer reinsteigt. Max Großer hier. Jetzt auf der Innenverteidigerposition zusammen mit Niklas Möllers. Für Niklas Möllers auch der erste Einsatz für die Profis, genau wie für Adrian Nesie. Die beiden also aus der Akademinia. Da haben wir Adrian Nesie mit Lukas Kiewit. Und gibt Einwurf. Also wenn wir da jetzt sehen, Vladimir Czerny da noch mit der 21, der ein bisschen weggeht. Lukas Kiewit, Adrian Nesie, alles Jungs aus unserem Nachwuchs. Alles Jungs, die hier an die Profimannschaft herangeführt werden sollen. Fabian Kloß, Max Großer, Merv Biancardi. Alle warten jetzt auf diesen langen Einwurf. Da kommt er. Aber der FC Gütersloh kann klären. Aber Niklas Möller sah direkt drauf. Hochgestaffelt. So, dass die gar nicht erst sich befreien können. Und dann hier ist Sam Schreck, der den Abfangjäger spielt von den Befreiungsschlägen. Vladi Czerny ist das wieder. Mit Lukas Kiewit. Der wird abgewehrt. Also scheint bei Lukas erstmal entspannt weiterzugehen. Der läuft auch wieder rund. Kurzer Schock, aber alles wieder gut. Aygün Yildirim haben wir da noch im Bild. Er ist auch wieder neu drin. Mit der Nummer 11. Für ihn, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Niklas Szybnowski wieder runtergegangen. Den kann ich zumindest gerade auf den ersten Blick nirgendwo wieder entdecken, wo wir eben da fünffach gewechselt haben. Ja, und bevor der Einwurf reinkommt von Adrian Nesie, Max Großer, der sich hier nochmal von der Innenverteidigerposition nach vorne reinfallen lässt. Der Ball wird verlängert von Lukas Kiewit. Hoher Ball im Strafraum, aber da kann Gütersloh jedes Kopfballduell gewinnen. Sam Schreck legt nochmal raus. Zweiter Ball, aber der landet nicht bei Sam. Ja, und bleibt hier an André Kordin dann kleben und holt so den Einwurf für uns raus, wieder Ballbesitz. Gute Aktion von Sam Schreck, gerade eingewechselt hier vor uns mit der Nummer 8. Er kommt mit Freundin und Hund, hat einen kleinen Fifi, den er mitbringt. Deshalb sehr wichtig, Wohnung am Stadtrand mit Waldnähe gibt es ja zum Glück bei uns mit Teutoburger Wald. Dass man mit dem auch schön regelmäßig in der Natur rausgehen kann. Jetzt mal ein schöner Diagonalball zu Adrian Nesie. Kriegt er den? Ja, sehr gut, das Spielfeld überbrückt. Von Niklas Möllers zu Adrian Nesie. Die beiden Jungs, die hier das erste Mal im DSC-Trikot auflaufen für unsere Profis. Mal eben den Ball über 50, 60 Meter an Mann gebracht. Also an Selbstbewusstsein mangelt es den beiden Jungs nicht. Wie uns hier die ersten Minuten schon verraten. Adrian Nesie wieder mit dem langen Einwurf. Wird wieder verlängert. Von Lukas Kiewit. Ja, halt drin, da das Kommando von hinten von Leo Oppermann macht Niklas Möllers natürlich. Und spielt den Ball zurück zu unserem Torwart. Das hier ist natürlich noch längst nicht das letzte Testspiel unserer Sommervorbereitung. Morgen geht es schon wieder weiter. Ich hoffe, das habt ihr alle auf dem Schirm und euch fest im Kalender eingetragen. Um 18 Uhr spielen wir dann in den Niederlanden, direkt an der Grenze bei VVV Venlo, Zweitligist aus den Niederlanden. Da auch ohne Zuschauer leider. Um 18 Uhr, wie gesagt, bekommen wir aber die vollen 90 Minuten hier auf YouTube live für euch hin. Da könnt ihr also wieder einschalten. Wir berichten dann live aus den Niederlanden. Das werde dann nicht ich kommentieren. Das wird Jens Ortmann vom ASC kommentieren. Ihr kennt ihn schon von der ASC-Reportagen während der Spiele vom ASC-Radio. Der wird also morgen für euch in Venlo sitzen und das Spiel kommentieren. Die vollen 90 Minuten seht ihr natürlich wieder live hier bei Arminia Club TV. Jetzt gibt es aber erstmal Freistoß für den FC Gütersloh. Ja, dauert aber noch ein bisschen, also für mich nochmal die Gelegenheit, auch auf die beiden Daten der nächsten Woche hinzuweisen. Freitag, 11 Uhr, geht's gegen die Sportfreunde Lotte, die ja mittlerweile nur noch in der Oberliga Westfalen spielen, aber das sicherlich auch ein ordentlicher Gegner. Nächste Woche Freitag, 11 Uhr und dann die Generalprobe, 14 Uhr nächste Woche Samstag gegen Steinbach-Heiker in der Schüko Arena. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder rein in den Freistoß. Wieder mit links scharf getreten zum Tor und das ist der Ausgleich.
Dimitrios Nemtsis. Ja, die Standards, das hatte sich so ein bisschen angekündigt. Die sind gerade jetzt in der zweiten Halbzeit beim FC Gütersloh sehr, sehr gut gekommen. Und ja, jetzt sitzt er da wieder mit links vors Tor getreten. Auch einfach ein guter Freistoß und Nemtsis. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt der Kopf war. Ich habe es nicht so richtig gesehen oder ob es doch die Brust war, mit der er das reingemacht hat. Verwandelt auf jeden Fall diesen Freistoß zum Ausgleich für den FC Gütersloh. Ja, abschütteln, weitermachen. Ist nur ein Testspiel. Alles halb so wild. Sag's nochmal, ich habe es eben in der ersten Halbzeit schon mal ein bisschen aufgedröselt. So von der Spielstärke sicherlich der FC Gütersloh. Ein ordentlicher Regionalligist mit Lippstadt vielleicht so ein bisschen auf einer Ebene. Wir haben ja die ersten Vorbereitungsspiele schon gegen Lippstadt und Rot-Weiß Aalen gehabt. Lippstadt sicherlich auch eine der spielstarken Mannschaften der Regionalliga West, die ja zuletzt gut im Mittelfeld mithalten konnten, schon seit ein paar Jahren da eine ordentliche Truppe beisammen haben. Auf dem Niveau wird sich vermutlich auch irgendwo der FC Gütersloh bewegen. Meine Prognose, die werden mit dem Abstieg in der Regionalliga nicht viel zu tun haben als Neuling. Das vielleicht so ein bisschen zur Einordnung der Spielstärke unseres heutigen Gegners. Jetzt können wir mal schnell umschalten. Haben da ein bisschen Platz, aber Merv Biancardi legt sich den Ball einen Hauch zu weit vor. Und schon ist er wieder weg. Und es geht in die andere Richtung. Der FC Gütersloh jetzt mit dem Unschied spielt. Das ist ihre Stärke, aber hier geht der Ball in die Tiefe, ins Leere. Wir haben eben auf der Bank übrigens noch Gerrit Gulke gesehen, der heute gar nicht zum Einsatz kommen kann. Da gab es einen kleinen Trainingsunfall, hat ein bisschen einen ins Gesicht gekriegt. Kann deshalb hier nicht mitspielen. Hoppala. Während der Leo Oppermann der Ball vom Fuß rutscht bei diesem Abschlag. Also Gerrit Gulke kommt heute gar nicht zum Einsatz. Morgen auch nicht. Ist dann nächste Woche wieder ein Thema. Genau wie Tom Gerkens, der heute auch nicht zum Einsatz kommt. Wie schon beim letzten Testspiel im Trainingslager. Hier sehen wir nochmal das Foul an Adrian Nesie, der da ordentlich einen mitbekommt. Gelbe Karte für Philemon Tavia. Hier mit der 26. Ja, die kann man durchaus geben für die Aktion. Also Tom Gerkens, leichte muskuläre Probleme, da will man kein großes Risiko eingehen. Nicht, dass der sich jetzt hier dann diese kleine Muskelverletzung noch richtig fett reinhaut in so einem Vorbereitungsspiel. Da lieber vorsichtig sein. Nächste Woche steigt er dann wieder ein. Da geht es einfach nur darum, ein bisschen das Risiko zu vermeiden. Merv Biancardi hier. Mit Adrian Nesie, Max Großer wieder. Und Niklas Möllers, der hier den Fehlpass spielt. Und dann geht es schnell in die andere Richtung. Da ist er direkt wieder im Zweikampf, aber der kommt nicht an. Einwurf, nichts passiert. Ja, die Aufstellung heute ja, ich erwähnte es bereits, noch keine große Aussagekraft. Also wer glaubt, hier die Startelf zu sehen oder eine B-Elf, der hat sich getäuscht. Hier geht es einfach nur darum, dass alle in den Wettkampfmodus kommen, dass alle nochmal ordentlich Spielpraxis sammeln. Das ist ja wichtig, der Trainer oder das Trainerteam im Gesamten haben einen klaren Plan und den müssen sie natürlich irgendwie in die Truppe reinkriegen. Da helfen natürlich Trainingsspiele, aber die, die ihr selber mal auf dem Feld gestanden habt, kennt das. Da helfen vor allem auch nochmal Testspiele mit einem richtigen Gegner, der auch ordentlich dagegen hält, um nochmal die Abläufe reinzukriegen, um seine Mitspieler nochmal kennenzulernen, um natürlich auch in so einem Kader, der komplett neu zusammengestellt ist, nicht nur den einen Mitspieler kennenzulernen, der dann vielleicht irgendwo neben einem spielt, sondern eben um alle auch mal kennenzulernen, um in unterschiedlichen Konstellationen die Aufstellung zusammenzubasteln. Dafür diese Testspiele, also die Aufstellung heute noch keine große Aussagekraft. Aussagekraft wird die dann nächste Woche haben, wenn wir unsere Generalprobe haben gegen den TSV Steinbach-Haiger bei uns in der Schüko-Arena. Das wird dann eine Elf sein, wo man schon mal erkennen kann, in welche Richtung es gehen könnte in Dresden am ersten Spieltag in zwei Wochen. Sam Schreck, sonst eigentlich sehr, sehr passsicher. Das ist eine große Qualität von ihm, bleibt jetzt hier mal hängen. Aber Max Großer hat den nächsten Ball, nichts passiert. Ja, der Rasen, wie auch der Ball, natürlich immer noch klitschnass.
der ein oder andere Schuh. Das ein oder andere Spieler sicherlich auch noch. Regnen tut es aber in der zweiten Hälfte gar nicht mehr. Jetzt mal ein langer Ball wieder auf Adrianese. Kriegt er den noch? Boah, wird da ordentlich abgeräumt. Junge, Junge, Jungs, pass auf, dass da nicht mehr entsteht. Ja. Halb so wild, nimmt er an. Weiter geht's. Einwurf für Gütersloh. 79 Minuten jetzt gespielt. 1:1. Für uns Kaito Mitsuta getroffen. 11 Minuten haben wir noch, um nochmal dran zu arbeiten. Fabian Klostermal, er ja sicherlich einer, der vorne auch mal so einen langen Ball festmachen kann, der generell immer schön mit dem Rücken zum Tor angespielt werden kann. Das unterscheidet ihn ja so ein bisschen von Manu Winzheimer, der einen deutlich stärkeren Antritt hat, der eine größere Dynamik vielleicht in seinen ganzen Bewegungsabläufen hat, der aber natürlich nicht so groß gewachsen ist wie Fabi, der aber auch zum Beispiel die Flexibilität hat, dass er auf der 8 spielen kann, wie jetzt hier zu Beginn des zweiten Durchgangs, bevor er dann ausgewechselt wurde. Ja, so ein paar Positionen gibt es noch, zwischen den Pfosten zum Beispiel, zwischen Leo Oppermann und Jonas Kersken. Aber natürlich auch so ein bisschen Manu Winzheimer, Fabian Klos, vielleicht dann doch Manu Winzheimer auf der 8. Also es gibt schon noch einige Positionen, die Außenverteidiger zum Beispiel sind noch nicht ganz klar verteilt, die noch nicht so 100% vergeben sind, wo es noch darum geht, das richtige Personal zu finden für Mitch und sein Trainerteam. Spiel, haben da ein bisschen Platz. Da kommt der Ball in den Strafraum, aber Max Großer ist zuerst am Ball. Leo Oppermann hat aufgepasst, kann den Ball festhalten. Die beiden Zimmernachbarn sehen wir hier im Bild. Max Großer und Leo Oppermann, beide ja vom HSV, von der zweiten Mannschaft, von der U23 zu uns gewechselt, kannten sich vorher schon, sind zusammen auf einem Zimmer. Links jetzt übrigens in der Linksverteidigerposition, da haben wir eben gewechselt, Christopher Lannert, der Mann mit der Nummer 24, der hier in der Vorbereitung bis jetzt eine sehr gute Figur abgegeben hat, auch er voll im Umzugsstress, zieht auch gemeinsam mit seiner Freundin nach Bielefeld, da ist er im Zweikampf, hat ja auch schon beim SC Verl gespielt, da mit Mitch Knier zusammengearbeitet, Christopher Lannert hier mit der Nummer 24. Kann rechts wie links spielen, hat auch wirklich einen sehr, sehr guten linken Fuß. Hat er zum Beispiel gezeigt beim Testspiel gegen die Regionalauswahl des ASV Kiens. Da hat er 2 Tore mit links vorbereitet. Überhaupt 3 Tore vorbereitet in dem Spiel. Und sich sehr, sehr gut verkauft in dieser Vorbereitung. Testspiel gegen den FC St. Pauli im zweiten Testspiel des Trainingslagers ja als Kapitän auch aufgelaufen. Er sicherlich einer der Säulen, auch vom Typen her, in dieser Mannschaft. Max Großer legt den Ball raus auf Adrianese. Vladi Czerny. Jetzt haben wir da mal ein bisschen Platz. Starke Grätsche. Ja, wenn der Gegner was gut macht, dann muss man den ja auch mal loben. Firmino Dantas, das hat er in der Arminia-Jugend gelernt. Holt da sogar den Abschluss raus, indem er Adrianese anschießt in dieser Grätsche. Erhöht jetzt hier ein bisschen den Druck. Sind jetzt hier in der zweiten Hälfte deutlich aktiver. Mehr Ballbesitz, das haben wir am Anfang noch ein bisschen besser im Griff gehabt. Kommen jetzt immer häufiger
in den Strafraum oder mit Flanken dann auch zu Abschlussgelegenheiten. Jetzt der Keeper, der geht das überhaupt mal weit vor dem eigenen Tor, aber das macht er ganz gut mit dem linken Fuß. Wird dann noch gefoult von Fabian Klos. Ja, das hat Fabi ein bisschen anders gesehen. Merkt man da an seiner Gestik, aber naja, ist auch ein Testspiel. Da muss man vielleicht nicht jede Schiedsrichterentscheidung auf die Goldwaage legen. Ja, gibt einen kleinen Check mit. Kann man so machen. Ja, von der Startelf bei uns jetzt übrigens nur Leo Oppermann noch auf dem Feld, hier nach 84 Minuten im Tor. Und Vladislav Czerny im zentralen Mittelfeld, wenn man mit der Nummer 21. Ansonsten haben wir mittlerweile jede Position einmal gewechselt. Ja, die, die heute noch nicht ganz so viele Minuten gemacht haben, wie zum Beispiel Merv Biancardi, wie Fabian Klos, da sehen wir draußen Manu Winzheimer und Simi Becker hier. Die werden dann ganz sicher morgen starten. Da auf ihre Minuten kommen, Eigen Wilderin zum Beispiel auch noch dabei. Adenese jetzt mit einem langen Ball hier zu Fabian Klos, der lässt durch für Aygün Yildirim, blockt da gut weg. Da haben wir den Ball jetzt kontrolliert am gegnerischen 16er. Yildirim zusammen mit Biancardi. Aber da ist der Ball auch schon wieder weg. Also die beiden nach ihrer Einwechslung noch nicht so richtig drin. Ist natürlich auch schwierig hier bei den Bedingungen. Tja, werden sich Gütersloh, Torhüter Daniel Szczepaniewicz mit Fabian Klos ein ordentliches Wortgefecht leistet. Also das hört hier nach dem Check von Fabi gar nicht mehr auf in den letzten 2-3 Minuten. Sam Schreck jetzt kommt der Ball mal in die Tiefe. Sehr gut. Zu Aygün Yildirim, der kann querlegen zu Fabian Klos, aber der Torhüter, der Gütersloher, ist schneller am Ball, packt er sicher zu. ...86 Minuten rum, 4 haben wir noch. Guter Ballgewinn hier von Christopher Lannert. Für euch also die letzte Chance noch bei unserer Fanladenaktion hier im Testspiel zu tragen. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Fabian Klos! Das macht er ganz eiskalt. Jetzt bin ich mal gespannt hier, ob die beiden sich nochmal angucken. Ja, das ein oder andere Wort dürfte doch nochmal gefallen sein. In die Richtung des Schlussmannes der Gütersloher. Ja, so ein Fabian Klos, weiß ich nicht, ob ich den provozieren würde, solange das Spiel noch läuft. Dann knallt es nämlich auch ganz schnell mal. Starkes Zuspiel von Aygün Yildirim. Ne, von Merv Giamkadi war es natürlich. Entschuldigung. Und Fabian Klos löst sich dann sehr gut von seinem Gegenspieler. Löst sich sehr gut von Oleksandr Iwanziva. Und ja, wie er dann eben so ist, unser Rekordtorjäger eiskalt vor dem Tor. Einmal kurz angenommen, dann mit dem Außenfuß mal eben rein da in die lange Ecke. Na, nochmal kurz einen Blick zum Torhüter. Ich weiß nicht, welche Sprachen der so beherrscht, aber das ein oder andere Schimpfwort ist da definitiv gerade mal in die Richtung von Fabi gefallen. Der macht's genau richtig, trifft zum 2:1 für uns jetzt hier kurz vor Ende. Fabian Klos hat ja gegen die Regionalauswahl des ASV Kiens 2 Dinger versenkt. Jetzt hier gegen den Regionalligisten aus Gütersloh in der 86. Minute mit dem 2:1. Also, 2,5 Minuten haben wir regulär noch auf der Uhr. Vielleicht gibt es die ein oder andere Minute Nachspielzeit noch mit 2 Toren, ein paar Auswechslungen. So lange habt ihr noch Zeit, bei uns vorbeizuschauen. arminia.de/live. Wenn ihr dann einen Artikel aus der Trainings- oder Freizeitkollektion von Macron in den Warenkorb packt, bekommt ihr die Bestellung versandkostenfrei zu euch nach Hause. Ihr müsst nichts anklicken, das System verrechnet das automatisch. Also, ein paar Minuten habt ihr noch Zeit. Schaut nochmal schnell rein. Und wir haben jetzt nochmal ordentlich Platz hier. Konter. Sam Schreck über Merv Biancardi. Kriegt er den Ball in die Mitte? Ja, kriegt er. Yildirim mit dem Abschluss. Aber den hält er. Der Mann mit der Nummer 28. Schade, guter Umschaltmoment. Auch von Sam Schreck, der da gezogen und gehalten wird. Trotzdem aufrecht bleibt, am Ball bleibt. Unbedingt weiterspielen möchte. Das sind sicherlich gute Eigenschaften, die wir hier brauchen. Und da ist er wieder, Sam Schreck. Fordert sofort den Ball von Leo Oppermann, der aber hier das Spiel ein bisschen beruhigt. Da sehen wir nochmal Aygün. Ja, vielleicht hätte er nochmal 2 Meter machen können.
Hinterher ist man immer schlauer. Trotzdem ordentlicher Abschluss. Kann auch klappen. Da haben wir Sam Streck, der Aufbauspieler. Mit Max Großer, Niklas Möllers da in der linken Innenverteidigerposition. Max Großer, ja auch so ein vielseitiger Spieler, kann auf der 6 spielen, kann in der Innenverteidigung spielen, hat hier beide schon gemacht. Fabian Klos, jetzt mit der Verlängerung zu Lukas Kiewit. Ah, der bekommt abseits gegen sich gepfiffen. Weiß ich nicht, aber der Linienrichter wird sicherlich wissen, der hat eine deutlich bessere Position. Ja, wird wohl, auch wenn hier die Slow-Mo ein bisschen zu spät anhält, aber wird wohl der entscheidende Fuß gewesen sein von Lukas Kiewit, der ein bisschen zu weit vorne war. Lukas Kiewit ja jetzt, nachdem er eben rechts hinten gespielt hat, rechts vorne unterwegs. Vladi Czerny, der einzige Feldspieler bei uns, der jetzt alle Minuten in den Knochen hat. Und sieht man hier vielleicht auch kurz bei diesem Pass, der beim Gegenspieler landet. Jetzt haben wir nochmal Sam Streck, jetzt haben wir nochmal richtig Platz hier. Mit Yildirim, mit Merv Biancardi. Da kommt der tiefe Lauf von Biancardi. Yildirim muss jetzt ein bisschen das Tempo rausnehmen. Nimmt Christopher Nannert mit, da kommt er in die Mitte. Aber Gütersloh kann klären, schlägt den Ball wieder raus. Da sehen wir Merv Biancardi. Merville Biancardi, wie er vollständig heißt. Merv, der Spitzname, so wie ihn hier alle rufen in den Katakomben. Der Mann mit der Nummer 17. Und dann ist Feierabend. Wir gewinnen das erste Testspiel nach dem Trainingslager. Wir gewinnen hier am Trainingsgelände der Friedrich-Hagemann-Straße mit 2:1 gegen den FC Gütersloh, gegen unseren Nachbarn aus der Regionalliga. Kaito Mizuta und Fabian Klos, das sind die beiden Torschützen, die wir uns hier in der zweiten Halbzeit getroffen haben. Dimitrios Nemtsis hat zwischenzeitlich das 1:1 für den FC Gütersloh erzielt. Also nachdem wir im Trainingslager einen Sieg, eine Niederlage einfahren konnten, jetzt hier der nächste Sieg. Ich bedanke mich für euer Interesse. Liebe Grüße auch an alle Fans des FC Gütersloh, die heute eingeschaltet haben, dieses Spiel verfolgt haben. War schön, dass das so kurzfristig noch geklappt hat, dass wir hier so einen starken Gegner an die Friedrich-Hagemann-Straße für diesen Test bekommen haben. Ich hoffe, dass das 2:1 ein ganz bisschen Rückenwind gibt für die weitere Vorbereitung, die ja morgen schon weitergeht. Also ihr müsst nicht lange auf Arminia Fußball warten. Morgen um 18 Uhr spielen wir in Venlo gegen den niederländischen Zweitligisten. Auch dieses Spiel gibt es dann wieder 90 Minuten live hier auf Arminia Club TV. Schaltet dann also wieder ein, morgen, wenn dann der Kollege Jens Ortmann aus dem ASC hier für euch kommentiert. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es nämlich auch wieder weiter mit 2 Testspielen am Freitag um 11 Uhr. Gegen Lotte und am Samstag um 14 Uhr gegen den TSV Steinbach-Heiger dann in der Schüko-Arena. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend. Und wie gesagt, morgen Samstag 18 Uhr gegen VVV Venlo. Schaltet da wieder ein. Bis dahin, schönen Freitagabend. Grüße in eure Wohnzimmer.